Unsere alte Schule. Ich würde sagen, gehen wir einfach mal auf den Schulhof. Krass, oder? Ne? Hier am Tor war das bei euch auch noch. Ich glaube, wir sind ja altersmäßig einen Tacken auseinander. Tacken, ja. Wie viel aber nicht sind. Die 10. Klasse durfte immer hier stehen. Genau, ne? Das war das Privileg der 10. Ja. Klasse, das stimmt. Meine Güte, da haben wir da 5 Jahre drauf hingefiebert. Ja, wie der Zufall es will, stehen hier direkt 2 Stühle für uns bereit. Setz dich doch gerne. Alles vorbereitet. So, dann ist jetzt ja der Babytisch. Gibt es gleich noch Alete? Wir haben relativ schnell herausgefunden, dass wir auf der gleichen Schule waren. Und jetzt sitzen wir hier in der Gustav-Heinemann-Realschule. Welche Gefühle kommen dir so hoch? Ja, Wahnsinn. Also ich meine, ich wohne zwar hier noch in der Gegend, sodass ich an der Schule immer mal vorbeigekommen bin, natürlich. Also so dieses Gebäude von außen ist mir jetzt nicht fremd, aber hier noch mal reinzukommen, muss ich sagen, ist schon, ja, man fühlt sich dann schon so ein bisschen zurückversetzt wieder. Was warst du für ein Schüler? Warst du eher der in der ersten Reihe saß und immer sich gemeldet hat oder eher der Stillere? Nee, also gemeldet habe ich mich schon. Still war ich, glaube ich, nie. Aber ich war jetzt, glaube ich, eher doch mittelmäßig. Also ich, meine Beiträge bestanden dann doch mehr ein bisschen aus Unsinn und Dazwischenrufen und so weiter. Wie ging es dann nach der Realschule weiter für dich? Nee, ich war mit 15 fertig. Da war halt nur die Frage technisch oder kaufmännisch. Und da ich 2 linke Hände habe, kam halt irgendwie nur kaufmännisch in Frage. Und so bin ich dann irgendwie bei der Versicherung gelandet. Habe ich auch hier in Duisburg meine Ausbildung gemacht. Ja. Nach der Ausbildung habe ich dann mal 2 Jahre als Textilhandelsvertreter gearbeitet. Da kommt auch so ein bisschen mein modisches Interesse her. Und bin dann aber durch einen Zufall wieder bei der Versicherung gelandet. Und da bin ich jetzt mittlerweile auch schon 22 Jahre, mein Gott. Wie kommt man darauf, Versicherungen und Fernsehen irgendwie zu verbinden und eine Sendung daraus zu machen? Ja, also ehrlicherweise muss ich sagen, dass nicht das Fernsehen ist auf mich gestoßen, sondern das Fernsehen ist auf die Hukoburg zugegangen und hat die gefragt, also das ist ja mein Arbeitgeber, und haben halt gefragt, ob die bereit wären, mal einen ihrer Regulierer bei der Arbeit begleiten zu lassen. So, und dann haben die sich das Konzept angehört und haben gesagt, okay, das zeigt die Versicherung mal von anderer Seite. Normalerweise sind wir ja die Bösen, die ihn nur kassieren und nie bezahlen. Aber dass es eben auch die andere Seite gibt, dass wir eben auch ganz oft betrogen werden, das wird immer vergessen. Und so hat die Hukoburg gesagt, können wir uns vorstellen, wir wüssten da einen mit einer wilden Frisur, der hat vielleicht Lust. Welcher ja. Fall war so bisher dein spannendster? Also ich hatte mal so einen möchtegern Zuhälter, der in der Straßenbahn zusammengeschlagen wurde, und da hat man ihm angeblich irgendwie die Goldkette gestohlen, und das hat man auch, also das ist auch tatsächlich durch die Presse gegangen, weil die in der Straßenbahn waren Überwachungskameras, und die haben das dann aufgezeichnet und haben dann auch die Täter gesucht, die den zusammengeschlagen haben. Also das hat schon gestimmt, nur mit der Goldkette, das hat natürlich nicht gestimmt. Goldkette und Goldarmband sollte 18.000 Euro kosten. Also das war dann schon auch so ein Milieu, wo ich gedacht habe, ui, also das war jetzt nicht wirklich brenzlig, aber war schon... Hätte brenzlig werden können. Hätte brenzlig werden können, ja, Gott sei Dank nicht. Traut sich ja keiner bei den Oberarmen hier. Du hast vorhin erzählt, du wohnst immer noch in Duisburg am Innenhafen, um genauer zu sein. Ja. Wieso hast du dich nicht irgendwann entschieden, während der 8 Jahren vielleicht nach Köln zu ziehen, bietet sich also ja an. Ich meckere oft über Duisburg, da bin ich ganz, ganz ehrlich. Liegt aber, glaube ich, in erster Linie auch an den finanziellen Möglichkeiten, die wir hier nun mal haben. Wir sind halt einfach eine arme Stadt. Ich denke so oft, meine Güte, wir haben so viel Potenzial, wenn man das wirklich mal alles ausschöpfen könnte. Aber grundsätzlich, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Ich habe hier 8 Fußballvereine besucht, 4 Schulen besucht. Also hier ist Heimat. Also hier kenne ich jeden und hier fühle ich mich einfach zu Hause. Und ich glaube, Schönheit ist immer so ein bisschen vergänglich. Also jeden Abend einsam am Starnberger See zu sitzen, das wird dann irgendwann, ja, wird man auch nicht glücklich. Also deshalb, ich fühle mich hier wohl und ich wohne gern hier. Patrick, vielen lieben Dank für das sehr interessante Gespräch, und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Dankeschön, vielen Dank.